Morgen, Freunde. Der Herbstsaison ist schon seit 3 Wochen gestartet und läuft super bei uns. Ich möchte heute meinen Top-Hechtköder mit euch zeigen. Ich bin noch nicht ein Big Bag-Fan und angel am besten mit leichtem Köder und leichtem Combo. Zum Ersten, der Sandra, der bekannteste Köder von Döderland, ein Klassiker, ab 5 bis 23 cm in vielen Farben. Dieses Jahr mit neuen Topfarben wie River Hunter, Indian Spirit oder Mojito. Ich benutze am meisten die 12 und 16 cm. Diese Köder läuft super, auch super langsam und macht viele Vibrationen. Es ist wirklich ein super Köder für Hecht. Der zweite Köder ist der Spätfaktor. Neuer Köder von Döderland ist er schon bekannt und super erfolgreich im Salzwasser. Meine Lieblingsfarben sind Indian Spirit und Feuerteige. Egal in 11 oder 13 cm, diese super realistische Köder macht wirklich einen Unterschied. Der dritte Köder ist der Chad GT, ein super bekannter Chad bis 28 cm. Viele Angler benutzen die 18, 22 und 28 cm GT. Ich angel am meisten mit 13, 15 und 18 cm Köder. Ich habe schon in einem Video erzählt, wie man kann diese Köder vormontieren. Für die 13 und 15 cm Köder, ich benutze nur eine Dickköpfe. Hier sind ein paar Bilder von den letzten Wochen. So ist es. Sie sind mein Lieblingsköder für Hechtangeln dieses Jahr. Damit wünsche ich euch viel Erfolg und Petriel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!